Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu The Static Speaks My Name. Wir sind in einem Weltraum und das ist nämlich auch ein Weltraumsimulator. Wir können hier halt so rumfliegen, überall Sterne und hier hinten, das ist ein anderes Raumschiff und wenn man darauf zufliegt, dann steht da nämlich, dass wir eigentlich Jakob Ehrenholz sind, 31 Jahre alt und an Erhängung gestorben sind. Und ich würde sagen, wir gehen einfach rein und... ja. Ach ja, heute wird ein besserer Tag werden. Ah, wie spät ist es denn inzwischen? Ah, fast 3:30. Sollte langsam mal aufstehen. Naja. Sei mal ruhig, Wecker. Na, Schwimpies. Geht's euch gut? Ich hab euch liebe Kleinschrimpies. Ihr seid ganz süß. Ihr seid ganz süß, Kleinschrimpies. Ihr seid meine Familie. Ich liebe euch so sehr. Meine Literatur. Ihr seid mein pinkes Gold. Ihr seid mein pinkes Gold. Mit euch zusammen wird dieser Tag ein besserer werden. Schließlich seid ihr meine Babys. Naja gut, ich sollte mich fertig machen. Bevor es gleich 3:30 ist. Das tat gut. Ach, verdammt. Meine Pipi ist immer noch nicht gelb. Ach, Mann. Schon der dritte Tag. Schon der dritte Tag, wo meine Pipi nicht gelb ist. Ich sollte mehr Fanta trinken. Na gut. Dann lass uns mal was essen. Und dabei lassen wir das beste Programm auf dieser Insel laufen. Ihr fragt euch sicherlich, warum ich die ganzen Fenster zugemauert habe. Nun ja, ich will einfach nicht, dass irgendjemand mein super duper Programm hier sieht. Das Beste auf dieser gottverdammten Insel. Aber wisst ihr, was noch besser ist als diese Fernseher? Dieser Raum. Es ist der beste Raum aller Zeiten. Meine Galerie. Fünf Jahre habe ich gebraucht, um diese ganzen Bilder zu malen. Fünf Jahre. Ich kenne dieses Bild, doch ich weiß nicht, wo es liegt. Vermutlich irgendwo in den Bahamas. Ach ja, meine versteckte Tür. Ich habe sie sehr gut versteckt. Naja, wir sollten mal was essen. Achso, habe ich euch übrigens gesagt, dass diese Insel höchstwahrscheinlich von Menschenhand geschaffen wurde. Ich weiß nicht wieso, aber ich bin da einer heißen Spur hinterher. Frag mich nicht, warum es hier so dunkel ist. Es ist erst 3:30. Ich muss Strom sparen. Deswegen benutze ich auch die Treppe, um Strom zu sparen. Und deswegen mache ich natürlich auch kein Licht an. Essen und Glühbirnen. Und brauche ich noch ein bisschen Farbe? Ich weiß nicht. Oh nein. Sag mir nicht, ich habe mein Essen vergessen. Bitte. Ich habe bitte nicht vergessen, Essen zu kaufen. Nein! Nein, ich habe vergessen, Essen zu kaufen. Na schön, dann müssen wohl die Schrimps dran glauben. Der Maler ist immer noch verschwunden. Der arme Maler. Und dabei sollte doch alles besser werden bei Obama. Nun gut. Ich brauche wirklich was zu essen. Es ist schon fast 3:30. Wenn ich bis 3:30 nichts zu essen bekomme, dann werde ich aber zum Monster. Es tut mir leid, meine kleinen Schwimpies.
Aber leben und leben lassen. Ihr wisst schon, was ich meine. Es tut mir leid. Bitte vermehrt euch bis morgen wieder. Bitte. Naja, gut. So langsam sollte ich dann auch mal mit meinen Freunden schreiben. Sie warten sicherlich schon. Ich meine, wir wollten uns um 3:30 treffen. Im Chat. Meine Freunde. Sie sind die Besten. Und alle so fotogen. Mama, ich glaube, ich muss dir eine Notiz schreiben. Als erstes möchte ich, dass du nicht dich selber für schuldig sprichst. Und es tut mir leid, dass Papa weggegangen ist. Ich muss auch gehen. Sei bitte nicht sauer auf mich. Ich fand, ich habe das sehr schön geschrieben. Für meine Mutti. Naja gut, meine Freunde warten. Ah, Ferry ist schon online. Hallo Süßer, wie geht's dir? Mir geht's gut, wie geht's dir? Ich bin spitz. Beziehungsweise er ist halt geil drauf. Aha, Ferry, du bist geil. Drücke G. Um zu sagen, dass du enttäuscht bist. Und drück H, um zu sagen, dass du die Atome in deinem Körper fühlst, wie sie aufwachen. Ja, also, ich bin jetzt auch so ein bisschen spitz, Ferry, wenn du mir das schon so schreibst. Es ist nur, ach nichts. Ich berühre mich selbst. Möchtest du es sehen? Drücke G, um irgendwas Schreckliches zu sagen. Nee, dass du irgendwas Schreckliches tun willst. Drücke H, dass du deine Reflexion gesehen hast, wo du dich mit einer Schaufel selbst köpfst. What? Ja, H. Ich weiß nicht. Vielleicht, aber ich denke mal an dich, wie groß du bist. Es macht mich feucht. Send mir deine CC, Baby. Ich möchte, dass du mir zuguckst, wie ich komme. Ja. Später vielleicht. Ferry, ich habe noch keine Kamera. Ich muss mir erst eine kaufen, okay? Obwohl, du wolltest mir zeigen, wie... egal. Ich mache erstmal die Mikrowelle sauber. Ich glaube, das ist das Beste. Ah, ich brauche ein bisschen Papier dafür. Auflecken. Wie komme ich da auf diese doofe Idee? Okay, alles sauber. So langsam sollte ich mich auch mal entscheiden, was ich mit dem Mann im Käfig machen soll. Was für ein Mann im Käfig? What? Ferry, weißt du irgendwas von einem Mann in einem Käfig? Ich nämlich nicht. Naja, gut. Kann man hier irgendwas machen? Electrocute the man in the... Ich kann den Typen... elektrisieren? Ja, warum nicht? Wieso ist hier kein Licht angegangen? Und wo kommen diese Geräusche her? Etwa von hier? Scheinbar nicht. Ah, dieses Geräusch. Das lässt mich jedes Mal runterkommen. Naja gut, es ist schon spät. Ich sollte ein bisschen Auszeit nehmen. Mein Geheimraum. Mein Geheimraum. Es ist halt echt ein Geheimraum. Okay. Meine super tollen Gemälde. Ich brauche Schlaf. Ich bin müde, müde, müde. Ich bin müde. Oh nein, sag mir. Diese wunderschönen Gemälde. Überall. Ah. Hallo, Man in the Cage. Jetzt geht's dir nicht mehr so gut, hä? Dabei habe ich dir ein Schwimmchen hingelegt.
Moment, das ist bestimmt der Maler. Bist du etwa der Maler, der vermisst wird? Habe ich dich umgebracht? Habe ich dich umgebracht? Okay, jetzt gibt es nur noch eine einzige Sache zu tun. Eine einzige Sache in meinem Leben, die ich zu tun habe. Nein, Schwimms, ich werde euch nicht umbringen. Ich werde einfach schlafen gehen. Denn heute wird ein besserer Tag sein. Denn heute wird der Tag sein, an dem ich mich befreie. Gute Nacht.